Zuerst der spektakuläre Kursverfall am Aktienmarkt, dann eine Erholung von jenseits der 20%, was man schon als Bullenmarkt bezeichnen könnte, sofern man der engen Definition folgt. Wir haben wirklich spektakuläre Zeiten, wir erleben vieles, was in die Geschichtsbücher eingehen wird, und ich habe Ihnen dementsprechend mal die Tagesrenditen des globalen Aktienmarktes dargestellt. Wie Sie sehen, mit dem Blick auf die vergangenen 6 Monate lief das in relativ geordneten Bahnen, mal ein Prozent hoch, mal ein Prozent runter, aber dann insbesondere in den vergangenen Wochen ein dramatischer Anstieg der Schwankungsbreite. Wir sehen hier spektakuläre Bewegungen, da ging es 10% runter, am nächsten Tag geht es 10% hoch, dann mal wieder runter, dann mal wieder hoch, die Amplitude wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Viele Marktteilnehmer haben Ende März entschieden, die Risiken zu begrenzen, haben Aktienquoten massiv reduziert. Das hören Anleger gerne, aber wir müssen uns immer wieder klar machen, die Beteiligung am Aktienmarkt ist auch mit Schmerzensgeld versehen. Wir haben typischerweise Schmerzen zum Zeitpunkt auszuhalten, weil Märkte übertreiben, positiv wie negativ. Aber die Belohnung für den Schmerz zum Zeitpunkt ist die Belohnung über den Zeitraum, nämlich entsprechende Renditen. Und die sind in Zeiten, in denen wir nicht davon ausgehen dürfen, dass wir wieder Zinsen sehen, die ein attraktives Niveau erreichen, wichtiger denn je. Gleichzeitig das Fehlerpotenzial auf einem sehr hohen Niveau. Je höher die Schwankungsbreite, desto mehr lassen wir uns natürlich von emotionalen Aspekten, von Schlagzeilen, von Push-Nachrichten beeinflussen, und dementsprechend das Fehlerpotenzial, das sollte natürlich eingedämmt werden. Momentan, auch wenn man diese Erholung genießt, haben die Marktteilnehmer eine gewisse Skepsis. Insbesondere hat man natürlich Angst vor historischen Mustern, die sich wiederholen könnten. Jede Situation ist anders, aber ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, eine Grafik von Goldman Sachs. Sie sehen hier die Finanzkrise dargestellt. Zuerst ging der Markt eben nach unten, das hier der S&P 500. Dann gab es eine gewisse Erholung und danach kam eigentlich erst der große Abschwung nach unten. Das heißt, in diesem insgesamt nach unten gerichteten Markt gab es immer auch mal zwischendurch Erholungen, mal stärker, mal schwächer. Und wie Sie hier in dieser Darstellung sehen können, auch diese durchaus mal zweistellig mit 18-19% auch hier vorhanden. Was soll man tun? Guter Rat ist teuer, kann Ihnen sagen, was Sie nicht tun sollten, letztendlich hier zu kurzfristig zu agieren, Ihre Meinung im Takt der Tagesbewegungen hier anzupassen. Wenn die Märkte fallen, dann wird die Welt nicht untergehen. Wenn die Märkte steigen, dann sind nicht alle Probleme gelöst. Ich denke, wir sind uns alle einig, wir haben eine globale Rezession vor uns. Ob die Notenbanken und die Staaten die Depression verhindern können, das wird sich noch zeigen. Aber alles in allem, wir können uns relativ sicher sein, dass auf der einen Seite der Zins als Preis des Geldes damit auf absehbare Zeit nach unten gedrückt wird. Das können Sie hier sehen anhand der Renditen für verschiedene Staatsanleihen. Und Sie sehen dementsprechend auch dargestellt die Verschuldung der Staaten. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die wird jetzt hier wahrscheinlich nach oben gehen. Also steigende Schulden, steigende Interventionen der Notenbank, ein Hand in Hand von Geld- und Fiskalpolitik, was wirklich dramatische Auswirkungen haben kann, was zumindest Neuland ist. Und dementsprechend gilt es, die Vermögensstruktur, natürlich auch die Erwartungen für die Zukunft dementsprechend zu justieren. Wir haben ein Umfeld gesehen, in dem aktienlastige Strategien nach den Erholungen, die wir nun in den letzten Tagen hatten, bereits wieder höher stehen als vor 12 Monaten. Wir haben auf der anderen Seite Strategien gesehen, die defensiv sein sollten, die 2-2,5% verdienen sollen. Die haben 30-40% verloren. Teilweise wurden Strategien jetzt bereits eingestellt. Wir haben wiederum Diskussionen über das Thema Immobilien, Immobilienfonds. In England wurden bereits Immobilienfonds geschlossen, was die Rückgabe betrifft. Also ein vielfältiges Themenfeld, umso wichtiger sich klar zu machen, wo die persönlichen Motive für die eigene Vermögensentscheidung liegen. Ich habe Ihnen hier mal eine Ausprägung, eine Darstellung mitgebracht. Wollen Sie als Anleger den Wert des Vermögens bewahren? Also dann das Portfolio-Ziel Vermögenserhalt bedingt natürlich eine andere Mischung von Vermögensklassen, als wenn Sie sagen, naja, mir geht es eigentlich um Inflationsschutz. Also ich bin bereit, gewisse Schwankungen zu akzeptieren, aber die Kaufkraft, die soll ich langfristig erhalten. Und das Thema Inflation könnte uns beschäftigen. Momentan die Inflationserwartungen im Zuge der gefallenen Ölpreise und der disinflationären Bewegung natürlich durch die gebremste Wirtschaft nach unten gegangen, aber man weiß nie, was passiert. Meistens kommt es anders, als man denkt, und momentan erwartet niemand Inflation. Das wäre ein Grund dafür, dass sie steigen könnte. Oder bin ich vielleicht in der Phase, dass ich jetzt oder in einigen Jahren regelmäßig Kapital entnehmen möchte? Auch dann habe ich natürlich eine ganz andere Aufgabenstellung als jemand, der erstmal ohne Ziel und ohne konkreten Anlagehorizont hier sein Geld am Kapitalmarkt allokiert.
Steigende Unsicherheit heißt bessere Prozesse. Professionalisieren Sie die Basis Ihrer finanziellen Entscheidungen. Seien Sie sich klar, wie Ihre Motive aussehen. Wenn die Motive feststehen, dann kann man entsprechende Lösungen finden. Wir sind in diesem Sinne gerne Ihr Ansprechpartner. Ihnen schöne Ostern. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.